Karin Brucker, ich bin Museumspädagogin und da mit dem Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche und bin aber auch im tanzpädagogischen Bereich tätig und freue mich, dass wir beide jetzt bei dieser neuen Zeitschrift Krippenkinder dieses Praxiswissen für den U3-Alltag mitwirken dürfen und euch ein wenig daraus erzählen dürfen. Und ich bin Tanja Keller, ich bin Erzieherin von Beruf und arbeite in einer Kindertageseinrichtung, bin außerdem noch Früh- und Kindheitspädagogin. Die aktuelle Ausgabe hat zum Titelthema Rituale und ich glaube, wir sind uns einig, dass einfach Rituale unglaublich wichtig sind im Kita-Alltag. Auf jeden Fall. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger sind Rituale. In diesem tollen Artikel von Wiebke Wüstenberg geht es darum, der heißt nämlich auch, Rituale sind viel mehr, dass eben Rituale mehr sind als nur dieses Sicherheitsgebende für das einzelne Kind, Sicherheit geben im Tagesablauf, sondern sie schreibt, Rituale wirken sich auf die gesamte Gruppe aus. Und sie haben eine ganz wichtige Funktion für die gesamte Gruppe, denn optimalerweise beteiligen sich die Kinder ganz aktiv an diesen Gruppenritualen. Und trotzdem fand ich es aber schön, nochmal darauf hinzuweisen, weil manchmal denkt man, wieso sitzt denn dieses Kind nur da? Es gibt einfach so drei Arten von Kindern, wie sie eben mit Ritualen umgehen. Einmal die wirklich nur da sitzen, aber die trotzdem im Kopf dabei sind. Die gucken sich das an, die nehmen das schon auf. Dann gibt es die Kinder, die wirklich mitmachen, egal welches Ritual du ihnen gibst. Sie haben Spaß, sie singen, sie tanzen. Und es gibt die Kinder, die einfach aktiv nochmal das Ritual mitgestalten wollen. Das fand ich einfach toll, das nochmal ins Bewusstsein zu holen. Hilfe, kranke Kinder, das ist ein Thema, das wir immer brauchen im Kindergarten. Und aus Mamas Sicht denkt man manchmal, ach komm, er hat doch gestern gebrochen oder der Durchfall war doch schon vorgestern oder ach, das bisschen Husten und da die Nase läuft, macht doch nichts. Ich muss arbeiten, ich habe ein Meeting, ich habe Besprechung, das kann ich nicht absagen. Ich gebe jetzt einfach die paar Stunden rein. Aber so einfach ist es leider nicht. Nein, ganz und gar nicht. Denn natürlich haben wir da wieder eine andere Rolle. Unsere Professionalität sagt uns, wir müssen uns schützen natürlich. Wir müssen auch die anderen Kinder schützen. Was ich an dem Artikel toll finde, es gibt einen Download auf der Internetseite www.krippenkinder.de. Und da kann man sich eben eine Tabelle herunterladen, auf der einerseits die am häufigsten auftretenden Krankheiten im Kindesalter aufgeführt werden. Aber auch in der nächsten Spalte wird beschrieben, was das Infektionsschutzgesetz dazu sagt. Und in der dritten Spalte kann man nachlesen, dass jede Einrichtung ein individuelles Hausrecht hat und eben was dieses individuelle Hausrecht uns für Möglichkeiten an die Hand gibt. Zum Thema Wickeln. Es ist ja schon so, dass man sich oft am Tag nochmal fragt, oh nein, müssen wir schon wieder auf den Wickeltisch? Aber eigentlich ist es wie ein Geschenk, so wird es auch schön in der Zeitschrift beschrieben, dass man da wirklich eine ganz tolle innige Auszeit hat und einfach ganz viel Spaß haben kann auch auf dem Wickeltisch. Und ja, man sollte es eigentlich für sich nutzen und man kann auch hier viele Rituale einbauen, viele Streichelsachen, viele Wickelspiele nochmal, die auch im Heft zu finden sind. Schaut einfach rein und lasst euch überraschen und seid genauso begeistert wie wir.